Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich muss mit euch unbedingt ein paar Pakete auspacken und zwar haben mich so viele mega interessante Pakete erreicht. Zuschauerpost, Leute, das ist der Wahnsinn. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir so ein bisschen mal durchzustöbern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich sag's immer wieder, ihr sollt euch von dem Geld, was ihr euch hart verdient habt, wirklich etwas kaufen, was euch glücklich macht, was für euch halt, was, ne, kauft euch was Schönes davon. Und ja, gönnt euch auf jeden Fall. Es haben sich aber die ein oder andere Lady überlegt, dass es ganz cool wäre, mir ein Paket zu schicken. Ja, und das möchte ich mit euch zusammen auspacken. Genau, denn ja, ich habe es zum Geburtstag zum Beispiel nicht geschafft und auch nicht gemacht, weil ich möchte eigentlich niemanden animieren, mir was zu schicken. Andererseits finde ich es immer blöd, wenn ich das halt auspacke und da irgendwie niemand irgendwie mit bei ist. Wisst ihr, was ich meine? Und ich weiß halt auch einfach, dass es, ja, dass die Mädels sich drüber freuen, wenn sie sehen, dass ich das auspacke. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, machst du jetzt mal ein Video. Ich muss mal gucken, wie lang das Video wird. Ich glaube, es wird lang, ne? Okay, ja, wir starten einfach mal. Und zwar hat die liebe Steffi, die hat auch einen Kanal hier auf YouTube, Leute. Verlinke ich euch auf jeden Fall mal in der Infobox. Mir etwas geschickt, was einfach so unglaublich süß aussieht, dass ich das direkt aufs Thumbnail gepackt habe. Mega cool, alles einzeln eingepackt, du verrückte Maus. Und ich nehme zuallererst mal die Karte mit raus. Das ist einmal diese hier, da steht mein Name drauf. Voll süß. Das passt zu meinem Outfit gerade irgendwie, sehe ich gerade. Oh mein Gott. Durch ein Kind wird aus dem Alltag ein Abenteuer. Aus Sand eine Burg, aus Farben ein Bild, aus Regen ein Regenbogen, aus Plänen Überraschungen und aus Gewohnheiten Leben. Herzlichen Glückwunsch zur Geburt deines Babys. Okay, noch nicht. Noch nicht, Steffi. Ich schau mal, genau. Schminky Eyes ist das. Die habe ich euch, wie gesagt, verlinkt, ne? Ich weiß nicht, ob ich die Karte vorlesen darf. Ich mache es jetzt einfach mal eiskalt. Liebe Claudi, ja, wie fange ich jetzt mal an? Ich kann mir gerade voll vorstellen, dass sie vor mir sitzt und genauso mit mir redet. Ne? Einfach mal danke, dass du täglich uns ein Lächeln schenkst. Danke für dein Wissen, die tägliche Unterhaltung, die einem eine kleine Auszeit vom Alltag beschert. Ich wünsche dir und deiner kleinen Familie alles erdenklich Gute für eure Zukunft. Danke. Um dir auch einfach mal Danke zu sagen, habe ich mir gedacht, die Geburt eures Engels ist ein wunderbarer Anlass, auch dir mal ein individuelles Beauty-Paket zu packen. Ja, sie hat letztens auch bei mir gewonnen, tatsächlich, stimmt. Natürlich ist auch etwas für Sammy dabei, fürs Baby und natürlich etwas Schönes für die bezaubernde Mama. Danke, ich bin ganz rot. Bleib wie du bist und alles Gute für eure gemeinsame Zukunft. Auf dass du noch lange das machen kannst, was du so sehr liebst. Liebe Grüße, Steffi. Definitiv, liebe Steffi, vielen, vielen Dank. Das ist auch mein Plan, also dass ich hier auch genau so vom Content weitermache wie bisher, weil es gibt Gründe dafür, weswegen ich diesen Kanal gegründet habe, ne? Und die sind mir persönlich einfach super wichtig. Und ich habe gemerkt, dass meine Begeisterung ansteckend ist und dementsprechend teile ich das super gerne mit euch. Und ich starte einfach mal mit dem ersten charmant eingepackt mit Klebeband. Es passt. Steffi, es passt. Oh mein Gott. Da hat jemand aufgepasst. Aber wirklich aufgepasst. Ich liebe die Teile. Ballersticks, Kirsche. Und als ich gerade schwanger war, ich konnte gar nicht genug davon essen. Ich habe so viel gegessen, bis mir schlecht wurde. Also, danke. Oh, hier haben wir allerhand für Sammy. Der ist jetzt natürlich gerade unten, ne? Das wird er dann kriegen auf jeden Fall. Sammy. Wow, XXL-Sticks. Ich glaube, der wird damit leicht überfordert sein. Full of Chicken haben wir hier einmal. Wundervoll für Sammy. Ein paar Sticks, also zwei, also ein paar halt, ne? Und die sind riesig, also mega. Nein, vegan ist das ja eine Pupsstation. Eine Pupsstation, Doktoy, 100% Polyester. Mit Quietschi. Entschuldigung an alle, die Haustiere haben und die gerade mit zuhören. Sammy liebt sowas. Aber das wird nicht lange überleben, liebe Steffi. Da muss ich leider sagen, dass wir wahrscheinlich, wenn das Video online kommt, schon tot sein. Noch mehr für Sammy. Oh mein Gott. Also der kleine Mr. Bau braucht sich nicht beschweren, dass er zu kurz kommt, wa? Hier habe ich einen Cookie-Mix mit Beef drin, also quasi mit Rind.
Und da sind Vitamin A, D3 und E drin. Cool, da wird er sich freuen. Ein paar Leckerlis sind nie verkehrt, ne? Dankeschön. So, dann widme ich mich mal den unbeschrifteten, geheimnisvollen Päckchen hier. Das ist auch noch für Sebi. Oh mein Gott, was ist das? Wie süß. Kotbeutelspender. Nein, ich raste aus. Ich raste aus. Wie süß ist das bitte? Okay, das ist einmal von Zofari. Was zur Hölle? Es ist ein Hund. Okay. Und wie kriegt man da dann die... Muss ich... Wie mache ich denn? Wie funktioniert das? Ach, guck mal, hier unten drin ist auf jeden Fall der Kotbeutelspender. Da kann man die Kotbeutel dann so rausziehen. Was ist mit dem Ohr? Ah, oh. Ups. Oi. Remove before use. Okay, da haben wir nämlich die Batterie in dem Ohr drin. Und jetzt wird es wahrscheinlich funktionieren, wa? Ja, guck mal. Warte, so. Wenn man dann in der dunklen Jahreszeit mit dem Hund spazieren geht und dann die Häufchen sucht, kann man sie hiermit definitiv finden. Wie süß ist das bitte? Okay, sowas feiere ich. Finde ich großartig. Oh mein Gott, hier ist was für Mr. Bauchi drin, Leute. Okay, ich muss mich zusammenreißen. Mein Freund und ich haben für dieses Wochenende, also quasi, wo ich jetzt drehe, wir haben heute den 14.10. Das heißt, es ist ein Monat vor Entbindungstermin, ne? Also vor geplantem Entbindungstermin. Das Video wird sehr wahrscheinlich online kommen, wenn ich gerade so meinen Babyboy bekommen habe. Und dann ist es für mich halt ganz praktisch so zur Überbrückung, ne? Dass ich dann dieses Video online stellen kann. So, auf jeden Fall ist heute dann Waschtag angesagt. Und hier habe ich so Lätzchen drin von Mickey Mouse. Es passt definitiv, ne? Es wird ein Mr. Bauchi werden. Und ich glaube, an Lätzchen kann man auch nie genug bekommen. Also vielen, vielen Dank, wird direkt gewaschen. Und dann habe ich Baby-Jogginghosen, 2 bis 6 Monate. Da hat jemand halt auch aufgepasst von Lupilu, Pure Collection Baby-Jogginghosen, weil wir brauchen halt ganz viele Hosen, definitiv. Wir haben ein Winterbaby und ja, Mr. Bauchi muss ja auch tatsächlich Klamotten haben oder Kleidung haben für auch nach der Erstlingsausstattung. Ich weiß nicht, ne, ich kenne mich damit. Also wir werden so viel Wäsche waschen, was wir halt hier haben und dann halt auch nach Größen sortieren. Und dann, ja, verschaffen wir uns dieses Wochenende auch mal so einen richtigen Überblick, weil wir halt super viel auch durch die Geburtstage von uns bekommen haben. Mit Print steht hier auch drauf. Ach süß. Hebammentesten.de. Gesamtbewertung sehr gut. Ja, ach Mann, ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Und blau ist natürlich sehr passend. Wobei blau auch für Mädchen passend wäre. Ne? Also das wollen wir jetzt hier mal nicht irgendwie gendern. Oh nein, wie süß. Von Baby Love. Nachtschnuller, Silikon, 0 bis 6 Monate, Partytime. Wie süß mit einem Faultier und mit einem Bagger dann auch drauf. Guck mal, wie süß. Oh mein Gott, ja, da kriegst du Milcheinschuss. Ist so, ne, das ist so niedlich. Also dieses Faultier, das feiere ich gerade richtig derbe. Ich hoffe, dass unser Baby auch so Schnuller mag. Ne? Das ist immer so eine Frage. Das habe ich auf jeden Fall, meine Freundin, die Hebamme, hatte mir das auch gesagt. Nicht jedes Baby mag Schnuller. Ich mochte zum Beispiel keine Schnuller. Ich war ein crazy Baby. So, was haben wir jetzt hier drin? Oh, Fische. Oh, wie süß. Ja, das passt halt. Mein Freund arbeitet auch in einem Bereich, wo er sehr viel mit Fischen zu tun hat. Also in so einem Aquaristikbereich, um das mal so zu sagen. Und hier haben wir so einen süßen Body. Oh, ist der niedlich, Leute. Mit Fischis drauf. Und vielen, vielen, vielen Dank. Oh mein Gott, ich denke mir immer bei diesen Babysachen so, oh mein Gott, guck mal, wie klein das ist. Ja, es ist crazy, ich weiß, aber ich liebe es. Das ist Größe 98 bis 104. Das ist tatsächlich auch schon ein bisschen größer, finde ich gut, ne? Und ja, mega, es passt. Also, Steffi, du, ne? Wir kennen uns halt nicht so privat und dementsprechend kannst du natürlich nicht wissen, was mein Freund dann beruflich macht, aber es passt halt sehr gut, ne? Genauso habe ich hier auch dann von Lupilu 2 bis 4 Jahre, die in 23 bis 26. Wenn das Kind nach mir kommt, lebt es auf sehr großem Fuß und wird es dann wahrscheinlich schon vor dem 2. Lebensjahr brauchen, diese Söckchen wahrscheinlich, ne? Richtig süß mit Wal drauf und gestreift und gepunktet und Söckchen, Leute. Söckchen, Söckchen. Ich stehe auf Babysöckchen. Ich brauche Babysöckchen für mein Leben. Und dann habe ich hier noch etwas drin, was so eckig ist. Huch, huch, huch. Oh nein. Oh nein. Oh, bist du geil. Oh, bist du...
Danke. Das ist von SheGlam, die Gifted Gemini-Palette, die Gemini-Palette, die wollte ich mir tatsächlich auch schon holen, Leute. Also ich bin ja vom Sternzeichen Zwilling, ne? Deswegen passt das so gut. Also vielen, vielen Dank, Steffi, du verrückte Nudel. Ne? Denn ich versuche ja trotzdem, auch wenn ich dann Mama bin und wenn ich auch, ne? Ich möchte ja weiter mit meinem Hobby, das ich zum Beruf gemacht habe, machen. Und es ist so hübsch, diese beiden Ladies, die ihre Haare ineinander geflochten haben. Ich finde das so, 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 so schön. Und da haben wir dann, oh ja, die Töne auch mit drin. Oh, und dann steht da auch natürlich noch was Nettes mit dabei. Das passt für mich halt extrem, ne? Weil bunt. Und Bunt und ich, wir sind einfach die größten Freunde des Universums. Mega, Dankeschön. Ich freue mich. Wirklich. Finde ich richtig, richtig cool. Und dann habe ich hier noch was Eckiges mit dabei. Auch von SheGlam. Wie süß ist das denn? Es ist ein Waschei. Multifaceted Make-up Sponge. Hä? Das sieht aus wie ein Waschball. Kennt ihr Waschbälle? Also Bälle, also quasi, wo du halt kein Waschmittel mehr mit brauchst. So sieht das aus. Aber ich glaube, das ist zum Transport, oder? Dass ich das dann da reinmachen kann, wenn ich halt quasi verreise. Und das, ja, SheGlam hat total super Schwämmchen. Und hier hast du dann die wirklich, also verschiedensten Formen, die du dann auch wirklich nutzen kannst. Es fühlt sich super schön weich an. Und wenn man dann verreist oder so, und ich habe das jetzt ja in letzter Zeit öfters gehabt, ne, dann brauchst du sowas tatsächlich, damit das Schwämmchen nicht gammelt, aber gleichzeitig halt auch nicht quasi die ganzen anderen Utensilien im Koffer dreckig macht. Also vielen, vielen, vielen Dank. Steffi, du Süße, ey. Also richtig cool. Ich werde mich, also, ne, nachher hinsetzen und dann kommt das alles schön in die Wäsche und dann wird mein Mr. Bauri sich freuen, wenn er das alles angezogen bekommt und so. Also, ja, ich freue mich schon wie Bolle drauf. Und ja, jetzt kommen wir zum nächsten. Meine Trashy-Mädels haben mir da was geschenkt und das hat die liebe Sarah Isabel vorbeigebracht, als sie letztens bei mir zu Besuch war. Die verrückte Nudel, das kann man nicht anders sagen. Und ja, ich habe es mit ihr zusammen ausgepackt schon tatsächlich. Einmal hier von Baby Dream, extra sensitive Feuchttücher. So toll, also wir werden die brauchen, definitiv. Auch unsere Hebamme hatte zwar auch gesagt, wie man die halt selber machen könnte, theoretisch. Aber ich glaube, dass man da einfach vielleicht mal ein Stück weit keine Lust und keine Zeit für hat, um das auch noch zu machen. Zumal ich ja auch ganz normal weiterarbeiten werde, ne? Also das ist klar, ein bisschen Wochenbett werde ich mir schon gönnen. Aber ich werde recht schnell wieder zur Arbeit kommen. Also quasi hier auch wieder präsent sein mit euch zusammen. Sowohl auf Instagram werde ich euch auch mitnehmen können, als auch auf YouTube und so, ne? Mr. Bauri wird natürlich nicht vor die Kamera kommen. Aber, also mein Bauch schon, aber nicht Mr. Bauchi, der halt drin ist, ist klar, ne? Und ja, deswegen, ne? Das ist halt einfach so, dass man, manche können das nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich das kann. Ich hoffe, das ist halt mein Wunsch, weil ich möchte mir ja auch irgendwie manchmal eine kleine Auszeit halt gönnen von meinem Alltag. Und dafür ist mein Job ja auch irgendwie ein Stück weit da, ne? Das ist alles eine Ansichtssache, wie man das halt sieht. Aber ich liebe halt meinen Job. Ich liebe es, hier zu sitzen, mit euch zu reden, mit euch, ne, mich über Beauty auszutauschen. Und es wird mir sehr fehlen, wenn ich das nicht machen werde. Aber wir werden einfach alle gucken, was die Hormone mit mir machen. Ich bekomme immer super viele Nachrichten von Menschen, die einfach alles besser wissen und meinen, dass mein Leben sich komplett verändern wird und ich nie wieder arbeiten gehen werde. Ich glaub's nicht, Leute. Ich glaub's nicht. Dafür mache ich das alles viel zu gerne. Und ja. Mr. Bauri tritt mich auch gerade und sagt, so Mutti, jetzt geht's weiter hier im Text. Und zwar haben die Trashy Needles, upsala, mir auch noch Pampers mit reingelegt. Harmonie, Gentle Skin Protection, 4-8 Kilo, Größe 2, ne? Ja, man muss, man muss mal gucken, wie schwer Mr. Bauri auf die Welt kommt und wie das dann alles so wird. Aber wir können nicht genug Pampers haben. Und mein Freund sagte, wenn irgendwer fragt, was wir uns wünschen, eine ganze Palette voll mit Windeln. Ich sage, ja, aber wir müssen erstmal gucken, welche Windeln Mr. Bauri verträgt. Das ist nämlich echt so eine Sache. Das wusste ich vorher auch nicht, dass nicht jedes Kind jede Windel gedönsen verträgt, ne? Aber
Wir schauen mal. So, dann habe ich natürlich noch eine wundervolle Karte bekommen. Mama, Liebe, Stärke, Nähe, Vertrauen, Schutz, Kindheit, Erinnerung, einfach ganz viel Liebe. Liebe Claudi, Mutter zu sein ist der lukrativste Job der Welt. Er wird mit purer Liebe bezahlt. Nur das Beste wünschen dir Sarah Isabel, Cindy, Antje, Alina, Nika, Nicole, Katrin, Jasmin, noch eine Nicole, Jenny, noch eine Nicole, noch eine Jenny. Ja, du wirst eine Mama von Herzen. Du bist stark, toll, mutig, herzlich, liebevoll und einfach zauberhaft. Wir haben dich lieb, deine Trashy-Gruppe. Ich liebe meine Trashy-Gruppe. Ich liebe meine Trashy-Mädels. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist ja nicht nur, dass wir uns nur unseren Trash immer wieder durch die Gegend schicken, sondern es sind halt Mädels, die mir freundschaftlich halt auch voll ans Herz gewachsen sind, mit denen ich mich austauschen kann, wenn irgendwer ein Problem hat, sei es bei YouTube oder sonst irgendwo. Man unterstützt sich, man ist füreinander da. Das ist nicht selbstverständlich, ne? Und das ist echt ohne Scheiß, ne? Also die Gruppe ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Und ich bin sehr, 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 sehr froh, dass die liebe Nika diese Gruppe damals in die Welt gerufen hat, ins Leben gerufen hat. Denn ja, es ist halt irgendwie super, weil letztens hatte YouTube auch schon wieder eine Änderung, wo man irgendwie halb am Durchdrehen war, weil man diese E-Mail gekriegt hat und sich gedacht hat, ach du Scheiße, ich glaube, mein YouTube-Kanal wird hier irgendwie jetzt bald gesperrt. Aber dann wusste schon die Erste Bescheid und hat dann geschrieben, wundert euch nicht, macht euch keine Sorgen, so und so und so. Und alle waren halt gechillt, ne? Oder keine Ahnung, wenn man irgendwie auch einfach mal einen blöden Kommentar bekommt, dass man sich darüber austauschen kann. Das ist so wichtig. Und deswegen, ich bin einfach extrem dankbar für diese Trashy-Gruppe und ja, meine Mädels halt, ne? Die sind einfach traumhaft. Okay, so. Dann habe ich hier noch in dem Paket mit drin gehabt von Baby Dream. In neuem Design. Kapuzenhandtuch aus 100% Baumwolle. Hautfreundlich und sehr saugfähig. Größe 80x80. Guckt euch mal dieses Bärchen an. Spitzname von meinem Freund ist Bärchen. Ja, tatsächlich. Richtig, richtig süß. Und das kommt tatsächlich dann auch ja, gleich in die Wäsche. Ne? Und wird dann auch schon mal vorbereitet sein, dass wenn Mr. Bauchi dann schlüpft, dass wir das dann auch da haben. Mein Herz, ich sag's euch. Dann habe ich etwas, ich habe diesen, das Geschenk auch zusammen mit Sammy ausgepackt und er ist total steil gegangen auf dieses Fühlbuch. Also ich muss wirklich aufpassen bei den ganzen Babyartikeln, dass wenn Mr. Bauchi das mal aus seinem Bettchen rausschmeißt oder so, dass Sammy sich das nicht direkt krallt. Aber ich glaube, das kriegen wir Sammy auch entsprechend anerzogen. Das wird er auch wohl verstehen. Und dieses Fühlbuch fühlt sich wirklich wundervoll an. Hier habe ich einen Fuchs drauf, dann ist hier ein Löwe, ein Affe haben wir mit dabei. Dann ist hier ein Spiegel, sowas finde ich auch immer ganz wichtig, ein Beißring. Dann haben wir den Tiger mit dem Knisterpapier, eine Giraffe mit ihrem Baby. Dann ist hier noch irgendwie was zwischendrin, ein Koala-Bär und da ist auch ein Quietschi. Da muss ich echt aufpassen mit Sammy, ne? Und hinten drauf haben wir dann zwei Nilpferde, Mama und Baby oder Papa und Baby. Man weiß es halt nicht, ne? Aber sowas ist wohl mega, mega cool, mega genial für kleine Babys. Zur Aktivierung des Hör- und Tastsinns und ja. No, no. Oh. Dann selbstverständlich Söckchen. 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 Ich liebe Söckchen. Das sind Frotti-Söckchen mit Bio-Baumwolle von Baby Dream. 0 bis 6 Monate. Oh, ich heule echt. Also das ist, es ist einfach süß, ne? Ein Mützchen im herbstlichen Design. Wir kriegen ein Winterbaby. Die Mütze ist extra ein bisschen größer, damit sie halt so für das Frühjahr ist, hatte Sarah Isabel mir dann auch gesagt. Ne? Ein Mützchen. Natürlich. Dann habe ich hier noch ein Knistertuch zur Aktivierung von Farb- und Tastsinn von dem Baby. Auch das wieder passend zum Job von meinem Freund halt. Ne? Es ist halt ein kleines Wali. Ein Wal. Ein Wal. Wie süß. Ja, ja, ja. Dann habe ich hier noch ein Pflege- und Massageöl von Baby Love.
Sensitive mit Kamille und Sonnenblumenöl. Mr. Bauchi hat gerade Schluck auf in meinem Bauch. Ich glaube, er spürt einfach, dass ich mich gerade so arg freue und gerade so, so glücklich bin. Dann habe ich hier noch so ein Badethermometer. Das ist ziemlich cool. Ich habe jetzt heute tatsächlich, ihr werdet das wahrscheinlich schon gesehen haben, eine Kooperationsanfrage auch bekommen und dann hat man sich auch sehr schnell geeinigt, eben für eine Babybadewanne. Ne? Und das ist so praktisch. Das werde ich auch brauchen, dass man halt die richtige Temperatur hat. Ja, und das ist ein Fischi. Das ist süß, ne? Ja. So. Und dann habe ich hier noch mit drin einen Löwen. Das ist so ein Schmusetuch. Schmusetücher kannst du auch nie genug haben. Die werden die Kinder auch bis ins Kleinkindalter mit sich rumschleppen. Das habe ich bei meinen Freundinnen gesehen. Und das ist hier halt ein Löwe. Auch mal was ganz Süßes. Und ein riesengroßes Baby Dream Sensitiv Pflegeöl mit Mandel- und Jojobaöl. Und guckt euch das mal an, Leute. Diese Elefanten da drauf sind so niedlich. Ne? Also vielen, vielen Dank, meine wundervollen Trashy-Mädels. Ihr seid der Wahnsinn und einfach wundervoll. Ja. Tja, und was soll ich sagen? Die liebe Antje hat sich dann überlegt, ich mache zwar mit den Mädels zusammen schon ein Paket, aber ich möchte Claudi nochmal was schicken. Nicole hat das auch gemacht, tatsächlich, die verrückte Nudel. Das hat sie mir aber dann zum Geburtstag geschenkt und da habe ich euch schon das eine oder andere auch sogar zeigen können. Hier habe ich dann das Paket von Antje. Egal wie voll der Kopf ist, Flausen passen immer rein. Ich liebe diese Karte. Liebe Claudi, ich war mit meinen Kids einkaufen und wir haben dabei etwas gefunden, das wir dir jetzt schicken. Ich hoffe, dass es auch gefällt. Ich gehe da ganz stark von aus, Antje. Eine Kleinigkeit zum Knabbern und etwas für deine Make-up-Sammlung ist auch dabei. Wir wünschen euch eine schöne Zeit bis zur Geburt eures Babys und eine entspannte Eingewöhnungszeit nach der Geburt. Ganz liebe Grüße, Antje und Kids. Also ich bin sehr, 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 sehr dankbar. Also richtig cool. Ich bin gespannt, was hier drin ist. Ich habe ein bisschen Angst. Okay, dann habe ich hier das erste. Oh, ja. Ja. Ja, ich habe aktuell jetzt gerade auch schon wieder so ein Sodbrenngedönsen, ne? Von DM Bio Knabbertiere. Das kann ich so gut gerade gebrauchen. Also Antje, du bist ja schon mehrfach Mutti. Also vielen, vielen Dank. Die werden nicht lange leben. Das sage ich dir jetzt schon. Also sowas kann ich gerade echt gut gebrauchen. Ich muss mir auch eben einen Schluck trinken, weil mein Sodbrennen gerade sogar in meine Ohren reinsteigt. So süß. Ich habe hier Bonbons. Geil, dass ihr einfach shoppen geht und einfach direkt an mich denken muss, ne? Sowas finde ich immer überwältigend tatsächlich, bin ich ehrlich. Also ja, weil ich einfach immer denke, so Menschen, die einfach so an mich denken, ohne dass ich gerade denen irgendwie auf den Keks gehe, indem irgendwie ein Video von mir aufploppt oder ich neben denen herlaufe oder so, das ist einfach so Wahnsinn. Richtig krass, wirklich, weil ich damals ja auch so ein unsichtbarer Mensch war, um das mal so zu sagen. Ja, was halt auch in der Schule immer so blöd war. Aber ich bin scheinbar nicht mehr unsichtbar, denn da denkt jemand direkt an mich, wenn man so eine süße kleine mega coole Dino-Jogginghose sieht mit Taschen vor allem. Ich lieb's einfach. Boah, Antje, das ist sau süß. Unser kleiner Neffe, der ist jetzt gerade 4 geworden, ist gerade absolut in diesem Dino-Alter. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe Dinosaurier auch immer geliebt, tatsächlich. Das ist die Größe 74. Das ist auch wieder nachgedacht. Das ist halt, ne? Muttis wissen Bescheid. Die Frau braucht auch noch was für ihr Kind, wenn das mal ein bisschen größer geworden ist. Das ist schon wieder so was Süßes. Oh mein Gott, da ist ein Trecker drauf. Wie süß. Wie süß. Strampler, ja. Oh mein Gott. Okay, ja. Also, grün. Die Farbe der Hoffnung. Auch total süß, ne? Oh mein Gott. Liebe ich. Liebe ich. Liebe ich. Und das finde ich auch total großartig. Ich stelle mir halt auch immer die ganze Zeit vor, nicht nur ich bin dann ja auch diejenige, die Mr. Bauchi wickelt und so weiter, sondern halt auch mein Freund. Und wenn mein Freund dann die Sachen so sieht, dann wird er direkt so, ja cool, das kriegt mein Sohn heute an. Hier habe ich noch so eine Geschenkwurst. Oh, ist das das passende Oberteil dazu? Wie niedlich. Mit diesen Dinos. Ich wünschte, ich hätte so einen Pulli. Wirklich. Könnte ich mit meinem kleinen Mr. Bauchi im Partnerlook rumlaufen. Richtig süß. So, und dann habe ich hier noch was in einer kleinen pinken Verpackung drin. Kaleidos hat sie mir hier einfach was reingepackt.
ein Mono-Blush in der Farbe Ecstasy. Antje ist dafür bekannt, dass sie auf richtig krasse Blushes steht. What? Wie schön kann eine Verpackung sein? Ja, guckt euch das mal an. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist so wunderschön. Also allein das schon, ne? Da kannst du so drauf drücken. Das ist wie so ein Kissen. Das ist mit Spitze überzogen. Okay, und dieses Blush ist wirklich wunderschön. Ich glaube, da kommt gerade unser Döner an. Oh mein Gott, guckt euch den mal. Oh mein Gott, der sieht so schön aus. Oh, weich. Weich. Wunderschöne Farbe. Antje, du Verrückte. Du Verrückte, Wundervolle. Vielen, 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 vielen Dank. Danke. Okay, offensichtlich war das jetzt noch nicht unser Döner. Deswegen mache ich mit dem nächsten weiter. Das habe ich von der lieben Sophia bekommen. Die ist jetzt tatsächlich bei mir in die Nähe gezogen. Ich verlinke euch mal in der Infobox ihren Instagram-Kanal. Die sucht auch noch Mitbewohner. Also schaut da gerne einfach mal vorbei, falls ihr jemand seid. Ich weiß gar nicht, wie hat sie das ausgedrückt? Ich kann mal das Bild von ihr einblenden, was sie mir geschickt hatte. Und genau, das ist halt quasi ihr Bewerbungsbild. Und es gibt doch Döner, wo sie auf der Suche nach Mitbewohnern ist. Also meldet euch einfach gerne mal bei ihr, wenn ihr möchtet. Wobei, ich weiß nicht, das Video kommt ja ein bisschen später online. Ich setze es trotzdem hier mal mit ins Video mit rein. Und ja, dann esse ich mir jetzt erstmal einen Yum-Döner und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr crazy party people. Döner macht schöner, wa? Boah, ich bin auf jeden Fall jetzt ganz gut gesättigt. Genau, und zwar hat die liebe Sophia mir dann auch eine Kleinigkeit eingepackt. Ich weiß noch nicht, was drin ist, weil es obviously noch verschlossen ist. Aber hier ist auch eine Karte mit dabei und die hat sie selbst gemacht. Sie verrät auch den Anfangsbuchstaben von unserem Mr. Bauchi, den ihr wahrscheinlich, ich weiß, wie gesagt, nicht wann dieses Video online kommt. Ich werde den Namen natürlich verraten, aber erst nach der Geburt, weil ich einfach keine Lust habe, dass mir super viele Leute schreiben, das ist aber ein furchtbarer Name. Weißt du, das ist halt so uncool. Wir haben seit 10 Jahren gefühlt diesen Namen im Kopf und haben auch immer gesagt, wenn wir einen Jungen bekommen, dann wird er auch so heißen. Und deswegen nimmt uns den hoffentlich keiner. Oder macht uns den hoffentlich keiner madig. Oh Baby, das größte Glück steckt in den kleinsten Dingen des Lebens. Und das hat sie wirklich selber gemacht. Ne? Das ist so hübsch. Die Frau ist so talentiert. Liebe Claudi, eine kleine Aufmerksamkeit, die die Ankunft eures Wunders versüßen soll. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, Nachbarin, deine Sophia. Es ist wirklich, also die wohnt sowas von um Eck. Es ist Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Das ist so süß mit diesem kleinen Strampler und diesem J halt, ne? Und dann ist auch ein Schnuller mit dabei und so. Das macht sie so schön. Oh! 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 Okay, also es ist ein Sterntaler-Spielzeug. Sofort quasi einsetzbar. Oh mein Gott. Aus Dornburg kommen die. Okay, ich muss es euch zeigen. Also die Füße knistern. Das ist ein Greiflink, so nennt sich das. Wir haben hier ein Schafi und das Schafi fühlt sich so schön an. Danke, liebe Sophia, das ist so, 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 so süß. Und es rasselt auch noch, ne? Oh mein Gott. Dankeschön. Also diese ganzen Babysachen, muss ich euch wirklich sagen, ne? Das lässt mir einfach direkt so das Herz aufgehen, weil das ist so, ich stelle mir das einfach direkt vor, wie Mr. Bauchi das dann hat und damit spielt und dann groß wird und das ist süß. Die liebe Angelina hatte mir geschrieben, dass sie mich, glaube ich, gerne auf der Glow getroffen hätte, aber leider hat sie mich dort nicht gefunden und dann hatte sie gefragt, ob sie mir gegebenenfalls etwas schicken könnte, was sie mir sonst dort gegeben hätte. Ich sage, ja, klar, kannst du gerne machen und hier habe ich dann das wunderschöne Paket mit Schokolade. Norm, Leute, ich sag's euch, es ist verrückt. Send with Love ist hier eine Karte mit dabei. Ja, und es kommt noch aus Oktober. Es tut mir wirklich leid, ne? Dass ich so spät bin. Meine liebe Claudi, es ist ja so mega schade, dass wir uns auf der Glow nicht selber getroffen haben. Aber ich habe mich so gefreut, dass du mir geantwortet hast. Ich schicke dir jetzt mein Geschenk für deine kleine Kiwi. Da war es noch eine Kiwi. Mittlerweile ist es so ein Riesenäumel. Ich hoffe, du freust dich und es kommt gut bei dir an. Fühl dich ganz lieb gedrückt.
die liebe Angelina. Also vielen, 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 vielen Dank. Die Karten, die halte ich immer in Ehren, Leute, ich sag's euch. Und jetzt nehme ich mal aus dem Glossybox-Karton dieses extrem schön, schön, schön Glitzer-Produkt-Ding. Glitzer, Glitzer. Wow. Und da ist nämlich auch was für Mr. Bauchi mit drin. Jetzt hätte ich gerade fast den Namen gesagt. Ich muss mich echt zusammenreißen. Einmal habe ich hier von Lind Lindors mit Milch drin. Oh, sowas mag ich ja gerne, ne? Das ist ja schnell aufgegessen in diesem Haushalt. Das muss man wirklich sagen. Und hier noch eins, also eins für meinen Freund und eins für mich. Das finde ich sehr gut. Dann ein bisschen was, was natürlich jetzt auch in die Weihnachtszeit dann reinpassen wird. Edelmarzipan von Lind hat sie uns auch mit reingepackt. Nom. Also, ja, das packe ich hier schon mal zur Seite. Denn jetzt kommen wir zu dem sehr bunten, poppigen Babyprodukt. Oh mein Gott, fühlt sich das schön an. Es ist voller Glitzer. Ich musste mal kurz den Glitzer etwas abschütteln. Es ist so süß. Es ist so süß. Es ist so süß. Es ist You Are So Sweet mit diesem Fuchs drauf. Und es fühlt sich unglaublich schön an, Leute. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Dieser Stoff ist ein Traum. So süß. Und ich liebe diesen Fuchs. Ich finde das richtig süß. Und ja, halt die Füßchen kommen da unten rein. Und dann hat man hier, das ist so herbstlich, auch so hübsch, ne? Das passt natürlich einfach 1A. Also, liebe Angelina, vielen, vielen, vielen Dank. Schade, dass wir uns auf der Glow nicht getroffen haben. Aber ja, also ich war halt wirklich von Startschuss, bis die Tore geschlossen worden sind, die ganze Zeit da unterwegs. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Und da habe ich dann auch nicht die Mr. Bauchi-Geschichte, sodass ich mich dann da vielleicht auch ein bisschen freier bewegen kann. Und da ist halt hier separat noch so ein Strampler. Das ist richtig cool. Den kann man dann halt auch dann tragen. Mann vor allem. Ja doch, der junge Mann, der kann den tragen. Wenn er halt nicht das drüber zieht, ne? Und ich sehe halt auch C&A. C&A ist für mich ja regionale Mode, das kann man nicht anders sagen, weil die Stadt, in der ich aufgewachsen und geboren bin, ist auch die Geburtsstadt von der Familie Brenningmeier, also von C&A. Da stehen auch ganz viele Villen von denen rum, ne? Also das ist halt sehr interessant. Okay, Dankeschön. Als nächstes habe ich hier etwas von der lieben Nicole. Oh mein Gott, ich glaube, das ist was selbstgehäkeltes oder so. Sowas finde ich immer total bemerkenswert, weil ich niemals sowas könnte. Ich habe bei sowas einfach zwei linke Hände. Aber ja, oh mein Gott, ist das süß, guck mal. Das ist eine Karte, ein Häschen. Knuffig. Liebe Claudia, ich hoffe, du empfindest das Paket nicht als Übergriff. Okay, ich weiß jetzt nicht, was da drin ist. Aber es sieht mir jetzt nicht irgendwie nach was schlimm aus. Ich wollte dir damit meine Wertschätzung zeigen, da du dir so viel Arbeit mit deinem Kanal machst. Das ist lieb. Ich mag deine authentische, aufrichtige Art und spüre das Herzblut, was in deinem Kanal steckt. Dankeschön. Als ich die Wolle sah, ach Wolle, 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 ja klar. Du hattest gerade verkündet, dass du schwanger bist. Wie wat? musste ich an dich denken. Ich häkle eigentlich nicht ungefragt, aber ich dachte, das passt. Oh mein Gott, du bist krass. Und da du den Esel von Rossmann so feierst, musste es ein Esel in Gelb sein. Oh mein Gott, falls euer Babymann die Decke nicht mag, das ist eine Decke, wie geil, freut sich vielleicht Sammy darüber. Nee, das ist zu schade für Sammy, glaub mir. Ich wünsche euch nur das Beste für die Schwangerschaft und die Ankunft des Babymannes. Viele liebe Grüße, Nicole. Oh, Nicole. Also das ist so viel Arbeit, also so eine Handarbeit zu machen, ne? Okay, wir gucken mal. Also hier habe ich den Esel. Der Esel, den feiere ich. Das ist so hübsch. Und ich, also absolut krass. Sowas könnte ich einfach im Leben nicht. Das ist so süß. Guck mal die Äuglein an und diese Ohren. Richtig knuffig. Fun Fact, Gelb ist die Lieblingsfarbe von meiner Mom, ne? Also das ist sehr, sehr witzig. Ja, was natürlich wichtig ist bei Plüschtieren. Liebe Nicole, sag mir bitte, wie ich sowas waschen könnte, wenn ich das waschen müsste, ne? Weil ich denke, Mr. Bauchi wird da definitiv dran rumkauen. Das heißt, ich werde es waschen müssen irgendwann. Wahrscheinlich im Handwäscheprogramm oder so, ne? Weil ich möchte natürlich nicht, dass die Watte hier rauskommt. Es ist so süß. Also wahnsinnig, wahnsinnig viel Arbeit. Meinen absoluten Respekt. Ich finde, das ist so hübsch, so süß. Ich hätte ihn am liebsten selber. Mein Esel.
cool. Oh Mann, jetzt gucken wir uns mal die Decke an, die du auch selber gehäkelt hast. Sowas finde ich immer heftig. Wahnsinn, auch so bunt. Ich liebe es. Ich liebe es jetzt schon. Oh mein Gott, guck mal. Es ist ein Regenbogen. Es ist großartig. Ich liebe bunte Sachen. Oh, das ist perfekt. Also vielen, 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 vielen Dank. Die kann ich auf jeden Fall auch erstmal, weil man soll ja irgendwie erst keine Babydecken und sowas nehmen, ne? Die werde ich dann für den Stillstuhl nehmen, dass ich dort einfach die für mich nehme. Weil wenn ich dann im Winter stille, wird mir vielleicht auch ein bisschen kalt sein, wenn ich dann meine Hupis raushole, weißt du? Und mega. Also vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde sowas immer so krass, wenn Menschen sich so viel Arbeit für einen machen, weil wie viele Stunden, wie viele Tage stecken in solchen Sachen drin, ne? Und das rührt mich einfach tierisch, dass jemand sich so lange hinsetzt und so lange sich die Zeit für mich nimmt, um sowas für mich zu machen, ne? Also vielen Dank, liebe Nicole, das ist echt der Wahnsinn. Ich bin wirklich überwältigt, und wenn ich das gleich meinem Freund aufzeige, der wird auch Bauklötze staunen, das sage ich dir. Zu guter Letzt habe ich hier ein Paket von der lieben Karen bekommen. Ich, allein schon jetzt vom ersten Blick rein, bin ich schon überwältigt. Überwältigt. Wahnsinn. Also hier wird die Paddy nochmal abgehen. Ich sehe schon Waterdrops. Ich wollte mir letztens noch neue kaufen. Und hier habe ich eine Botschaft. Liebe Claudi, ich heiße Karin und bin 20 Jahre alt. Ich wohne im wunderschönen Ruhrpott. Ich dachte, ich schicke dir einfach mal ein kleines Paket als Dankeschön, was du täglich in YouTube oder Instagram und Instagram für uns investierst. Ey. Zu einzelnen Produkten schreibe ich dir noch kurz etwas. Mac? Monolidschatten. Ich weiß, du magst keine Monolidschatten, aber ich dachte, vielleicht gefällt dir die Farbe. Okay, muss ich mal gucken. Hafervollriegel, mein absoluter Lieblingsriegel als gesunden Snack für zwischendurch, der dich auch 1 bis 2 Stunden satt hält. Das weiß ich nicht. In der Schwangerschaft bin ich echt verrückt. Veleda Babycremes. Oh, geil. Das ist richtig, richtig gut. Also kann man sehr gut jetzt auch dann gebrauchen, ne? Diese Cremes haben meine Eltern bei mir früher genutzt. Und die Gesichtscreme nutze ich heute teilweise noch. Also absolut zu empfehlen für euren Babyboy. Für euren Babyboy habe ich noch einige Spielzeuge hinzugelegt, falls ihr die für euren Jungen nutzen wollt. Ich habe für dich 2 Concealer ins Paket gelegt. Mutig, mutig. Vielleicht passt ja eine Farbe von denen bei dir. Bei mir haben diese nicht gepasst. Vielleicht ja dir. Wenn nicht, kannst du diese ja weitergeben. Ich hoffe, du freust dich über die Produkte einigermaßen. Süß, einigermaßen, hallo, ich bin mega überwältigt, jetzt schon einfach. Wow, und kannst etwas damit anfangen. Du kannst mir gerne bei Instagram schreiben, wie dir die Produkte gefallen. Ich wünsche dir alles Gute und eine aufregende, schöne Kennenlernzeit mit eurem Jungen im November. Liebe Grüße, Karen. Also, liebe Karen, von Herzen vielen, vielen Dank jetzt schon. Ne? Du hast dir Zeit genommen, du hast ein Paket für mich gepackt, du hast dich hingesetzt und dir überlegt, was könnte mir gefallen und was könnte Mr. Bauchi gefallen. Und das ist, allein das ist schon krass. Und mit 20 Jahren, Hut ab, muss ich wirklich sagen. Ja, ich nehme erstmal hier so ein bisschen was. Oh, geil. Moment. Ihr seht noch nicht, was ich sehe. Nein, nein. Das ist ein Tee, den hatte ich euch das mal irgendwann im Aufgebraucht-Video gezeigt? Oder woher weißt du das? Das hatte nämlich eine Freundin, upsala, von uns in der Clique tatsächlich letztes Jahr in dem Adventskalender drin gehabt. Und das ist von Teekanne, die schwedische Blaubeere. Da hast du mir ganz viele von reingelegt und die finde ich so lecker. Also wirklich, das habe ich letztes Jahr so hart gefeiert. Und ich freue mich da mega drüber, weil die werden nicht lange hier so sein, ne? Also die lege ich mir hier auch in mein Teepöttchen-Vieh, weil ich hier immer ein Glas habe, wo ich dann einfach einen Teebeutel oder sowas reinmache und das hier oben dann trinke beim Schminken und beim Drehen und so weiter. Hier habe ich jetzt zum Beispiel auch mein Glas, mein Heute-Glas. Mega, vielen, vielen Dank. Und dann hast du mir noch mit reingelegt von Inner Bio vegane Früchte. Oh, lecker. Sowas mag ich auch sehr gerne. Also das wird auch nicht lange überleben. Also ja, es hört sich immer so verfressen an, ne? Aber es sind Sachen, die ich halt wirklich feier, überleben bei mir einfach nicht lange. Ich
bin da immer sehr rigoros. Dann Tuchmasken, geil. Garnier Skin Active Hydra Bomb Tuchmaske, die ist so schön. Richtig schön Feuchtigkeit spenden, richtig schön nass durchtränkt und macht einfach Freude, das zu verwenden. Die ist ja geil. Zauberhaft Strahlen, Vanille und Zaubernussextrakt von Isana, die Tuchmaske Einhorn. Wow. Die ist so schön. Ich feiere die. Und ich finde auch, dass wir in diesem Haushalt einfach ein bisschen mehr Östrogen brauchen, weil das ganze Testosteron von meinem Freund Mr. Bauchi und Sammy so ein bisschen Überhand hier nimmt, ne? Dann Isana Tuchmaske Melone und Vitamine. Ich liebe Melone, das weiß sie. Oh mein Gott, richtig, 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 richtig cool. Also die werden sehr bald dann tatsächlich auch aufgebraucht sein. Dann von Shams, die Pure Skin Maske, Hautklären, klärt, reinigt porentief und erfrischt mit Tonerde, Bio, Shea Butter und Färberdistelöl. Das werde ich machen, wenn ich mein Kind geboren habe, weil dann kommt meistens ja diese Stillakne oder wie sich die nennt, ne? Und da kann ich sowas einfach mega gut gebrauchen. Also vielen, vielen Dank, liebe Karin. Da hast du schon mal richtig geile Masken hier ausgesucht und auch sehr leckeren Tee. Und hier seh ich noch mehr von diesem Blaubeertee. No. Relax von Waterdrop. Die werden also instantly hier getrunken. Mag ich richtig gerne leiden. Und dann habe ich auch noch Love von Waterdrop. Also wie passend, bitteschön, die Sorten sind, ne? Und ich trinke sie sehr gerne. Ich habe hier auch noch tatsächlich, neben mir ist nämlich immer mein Getränkegedönsen, ne? Love von mir. Und da sind auch nur noch zwei, drei drin. Zwei, genau. Und danach hätte ich mir auch neue gekauft. Also ich habe jetzt aber Gott sei Dank Nachschub. Vielen, vielen Dank. Das ist richtig cool. Ganz viel Tee auch noch. Also die kommt hier auch. Also du hast mich trinktechnisch hier echt gut versorgt, was ich mega finde, weil ich brauche das halt auch, ne? Also ich bin hier oben wirklich viel am Trinken, weil ich viel rede und dann kriegst du halt echt schnell ein Pappmaul. Also vielen Dank, ist direkt weggeräumt hier. Dann ist Schoki. Grand Chocolat Fleur de Sel. Oh, lecker. Also so Schokolade mit Salz drin, die mag ich wirklich gerne leiden. Eine Vollmilchschokolade ist das und genau. Auch das wird nicht lange überleben. Und dann habe ich hier so Boxen drin. Wow. Hier habe ich noch mehr Tee drin, wie geil. Von King's Crown, Früchtetee, Hibiskus und Lemon. Das hört sich auch sehr lecker an. Da habe ich auch allerhand drin. Die werden auch vertrunken. Vertrunken, gibt es sowas? Ich weiß es nicht. Packe ich mir auch hier in meinen Teevieh rein. Dann Süßholztee mit Minze. Da muss ich gucken, ob ich den jetzt gerade darf. Irgendwas war ja wen für... Also Salbei darf ich auf jeden Fall nicht. Pfefferminze weiß ich nämlich auch nicht genau. Das muss ich meine Hebamme tatsächlich mal fragen. Aber ansonsten ist es etwas, ja, was man jetzt sehr gut trinken kann tatsächlich, ne? Also vielen, vielen, vielen Dank. Dann von Biotherm die Le Corporel. Das ist eine Bodylotion. Auch das richtig cool. Habe ich auch schon mal aufgebraucht. Die hat einen schönen pflegenden Effekt. Dann zwei Parfums sind hier mit dabei. Einmal von Cacharel, Yes I Am. Wow. Und La Vie Belle von Lancôme. Mega geiler Duft. Ich liebe diesen Duft. So schön. Dann hat sie mir, oh süß, die Handcreme aus der Limited Edition Magic Forest mit märchenhaften Duft für trockene Hände in das Paket mit reingelegt. Ich kann den Duft jetzt noch gar nicht riechen. Ich breche die jetzt nicht an, weil ich habe aktuell noch eine unten in Anwendung. Aber wenn die aufgebraucht ist, dann kommt die mit dabei. Le Rep Exfolius Oris Radiant Deep Pore Scrub. Okay, da muss ich halt auch gucken von Kirines, ob ich das aktuell darf, ne? Also Schwangerschaft, Stillzeit, da ist die Haut halt immer etwas spezieller unterwegs. Da muss man aufpassen. Biotherm Aqua Bounce hat sie mir auch noch so Pröbchen mit reingegeben. Und Flower by Kenzo Poppy Bouquet, auch ein Duft. Richtig, richtig cool. Ja, kann ich mich auf jeden Fall ein bisschen dufttechnisch austoben. Das ist schon mal richtig gut. Und dann hat sie hier noch zwei Boxen drin. Das ist halt wirklich schwer, ne? Das ist der Wahnsinn. Also ich bin bei sowas immer so geflasht. Ich kann das gar nicht beschreiben. Also hier haben wir auf jeden Fall die Box. Wunderschön, ne? Schöne bunte Boxen. Oh, da ist eine Kerze drin. Rubinlicht, Tuberose Blossom. Boah, richtig gut. Mag ich gerne. Ne? Das ist eine Kerze. Mag ich gerne. Raumdüfter, ihr seht es ja auch selber. Also,
Bei mir brennt immer irgendwie eine Kerze. Man muss nur aufpassen, dass ich nicht das halbe Haus abfackel. Und dann haben wir hier von Isana eine Lippenpflege Berry Love. Mit Kokosöl, Shea Butter und Vitamin E. Auch das richtig cool. So eine Lippenpflege kann man jetzt einfach richtig gut gebrauchen. Ein wunderschöner Nagellack Tutu Hot von Essie. Richtig cool. Das ist so ein schönes Pink-Rot. Mag ich gerne leiden. Boah, wie viel du mir hier reingepackt hast, ey. Du bist doch verrückt. Von Rituals, The Ritual of Ayurveda Recovery Hand Balm for Dry Skin. Das ist halt super pflegend. Und ich mag Ritual of Ayurveda. Ein mega guter Duft. Also vielen Dank. Boah, ey, ich komme echt nicht mehr klar gerade. NC15, das ist, genau, der Concealer wurde, oh nein, das sind du hast mir MAC Concealer hier reingepackt. Du hast mir nicht irgendwie einfach irgendwelche Concealer, du hast mir hier zwei MAC Concealer reingepasst. NC10 und NC15. Wow. Ich bin gerade baff. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich muss mal gucken, ob, ne, also das muss ich einfach gucken, ob das passt. Das ist krass. Smooth Wear Concealer, ja, das hört sich nach etwas an, was ich gut gebrauchen kann, ne? Vor allem im Hinblick auf die bald sehr kurzen Nächte. Wow. 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 Dann ist hier auch tatsächlich von MAC der Monolidschatten drin. Und da bin ich jetzt wirklich mal auf die Farbe gespannt. Explosive Chemistry nennt sich der. Oh, das ist so ein richtig schöner, bäriger Ton. Wow. Zieht euch den mal rein. Der ist richtig heftig. Den muss ich auch auf dem Auge ausprobieren. Boah. Ich meine, dass ich davon doch auch irgendwie aus dieser Limited Edition habe ich doch auch den Highlighter, oder? Weiß ich gar nicht. Wow. Oh, schön. Oh, guck mal. Den kannst du bestimmt auch super schön so als Topper nehmen oder so. Guck mal, richtig cool. Ja, weil der so schimmert und glitzert, ne? Den habe ich jetzt mal einfach genau neben dem Blush geswatcht. Der wird sogar in Kombi mit dem Blush richtig cool aussehen von Kaleidos. Wow, der funkelt. Der hat halt auch so blaue Schimmerpigmente mit drin. Richtig cool. Das ist echt eine spektakuläre Farbe. Die habe ich so auch, glaube ich, noch nicht in dem Sinne. Von Invisibobble hat sie mir hier auch ein Scrunchie reingepackt. Das war nur der Concealer. Keine Sorge. Alles gut. Verwende ich gerne. Also mittlerweile, ihr seht es jetzt ja auch tatsächlich bei mir, ne? Ich glaube, das ist einfach so meine 2022 Frisur, die ich mir zugelegt habe. Bommel oben und dann halt ein Scrunchie drumherum. Ich mag es einfach. Dann ist hier noch The Ritual of Karma, Be Kind to Hair and Body Mist, Holy Lotus und Organic White Tea. Wahnsinn. Sowas ist doch einfach mal sackteuer und du packst es mir einfach rein. Ich mag den Duft. Wahnsinn. Und wir haben hier noch eine Box drin, die noch größer ist, Leute. Danke. Krass. Also ich, ne, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Denn hier haben wir tatsächlich nochmal so ein richtig großes Brockenvieh. Enjoy the little things. Und da haben wir entweder Burger oder Macarons drauf. Ich glaube, das sollen Macarons sein. Burger, da spricht hier das viel zu viel Testosteron aus diesem Haus, aus mir raus. Und da habe ich super viel wieder von Rituals drin. Und oh mein Gott. The Ritual of Namaste, Natural Skincare, Purify Skin Brightening Face Exfoliator mit Moringa und Bambus, 75ml sind hier drin. Hammer. Ein Reinigungspeeling. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn, oder? Kriegst du jetzt so nichts raus? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hatte oder nicht, aber... Ich glaube, das ist ein mechanisches Peeling. Bin mir da nicht ganz sicher. Da muss ich gucken, ob meine Haut das verträgt. Ne? Jetzt in der Schwangerschaft ist alles eh ein bisschen anders. Aber später dann auch mal nachgucken. Dann Ritual of Sakura, Magic Touch Body Cream, Organic Rice Milk and Cherry Blossom 100ml. Das ist traumhaft. Ich liebe diese Body Lotion, weil die einfach so gut pflegt und so gut riecht. Ich mag diese Reihe.
Gott, richtig gut. Boah, Karen, ey, Wahnsinn. Den habe ich tatsächlich auch schon mal leer gemacht. Den habe ich sogar kalt getrunken. Mamas Baby Dream, der Schwangerschaftstee. 20 Beutel, mochte ich gerne eigentlich. Ne? Das ist halt so mit Apfel, Orange. Da weiß ich eben, das sind keine Radieschen, das hatten wir in einem Haul mal. Genau. Hagebutte, so steht hier sogar drauf. Und der war lecker. Also, Schwangerschaftstees sind jetzt nicht grundsätzlich lecker, aber der war gut. Dann habe ich hier noch ein Knistertuch. Oh, ist das süß. Von Baby Dream. Ein Löwi. Richtig knuffig. Jetzt kommt hier zu den Babysachen. Ich sortiere das hier alles schon so ein bisschen vor, ne? Dass ich das dann nachher alles auch entsprechend schon weiter verteilen kann in meinem Haus. Also quasi ein Teil, was ich dann direkt waschen werde, ein Teil, was dann ins Kinderzimmer kommt, ein Teil, was bei uns dann ins Essensregal kommt, ein Teil, was ins Beauty-Regal kommt. Wahnsinn. Oh, ein Kirschkernkissen, wie süß. Warm oder kalt anzuwenden, das ist praktisch. Das kann man wirklich sehr, sehr gut gebrauchen. Und das ist eine Wolke. Voll hübsch. Ich weiß jetzt nicht. Die Anwendungshinweise, genau, die stehen hier hinten dran, ne? Genau, richtig cool. Das kann man wirklich gut gebrauchen. Ich bin so baff gerade. Den kenne ich. Den habe ich letztens. Nee, den hat mein Freund letztens gegessen. Haferfoll Organic Flapjack Berry and Cashew. Den mochte er. Er sagte, naja, man merkt halt, dass das Haferfoll ist, also quasi sehr trocken. Aber macht wirklich satt. Das ist eine ganz gute Geschichte. Und dann hast du mir hier noch die zwei Sachen von Veleda mit reingepackt. Ey, das ist so teuer. Das ist wirklich so, so teuer. Wahnsinn. Pflegecreme Körper und Gesicht schützt und pflegt intensiv. Hebammenempfehlung Nummer 1 mit Calendula. Und das ist einmal dieses Produkt. Das ist einfach krass, dass du mir das einfach so mit reinpackst. Weißt du, das ist so teuer. Und dann die Veleda Wundschutzcreme. Nappy Change Cream schützt wirksam vor Wundsein im Windelbereich. Das wird man auch brauchen können. Oh mein Gott. Und morgen werden mein Freund und ich uns jetzt ja dran machen, das Kinderzimmer richtig einzurichten. Da werden so viele Dinge aus diesem Mega-Video auch mit zu finden sein. Ihr seid alle wahnsinnig. Ganz egal, ob ihr mir ein Paket packt oder ob ihr mir eine E-Mail schreibt, ob ihr mir eine wunderliebe Nachricht auf Instagram schreibt, ob ihr mir aufbauende Worte in einen Kommentar schreibt, ob ihr einen Daumen nach oben gebt oder sonst irgendwie aktiv seid. Ihr macht mich alle so unfassbar glücklich und stolz und bestätigt mich einfach darin, dass ich das, was ich hier mache, richtig mache. Und das ist nicht selbstverständlich. Es überwältigt mich immer wieder, weil ich sitze hier immer in meinem stillen Kämmerlein, spreche in meine Kamera hinein und sehe natürlich unter den Videos, was dann da auch geschrieben wird oder was auf Instagram geschrieben wird. Aber dann bekommst du dann auch solche Pakete mit Sachen, wo du einfach denkst, ey, die Person, die kennt dich einfach, ne? Und das finde ich einfach überwältigend. Also ich bedanke mich bei euch allen von ganzem, ganzem Herzen, dass ihr da seid, dass ihr mir treu seid, dass ihr mich unterstützt und dass ihr einfach mir dabei helft, dass mein Traum wahr wird, dass ich hier einfach meine Selbstständigkeit haben darf und damit meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Das ist der Wahnsinn und nimmt mir wirklich eine große Last von den Schultern. Also vielen, vielen Dank an alle von euch für jede Aufmerksamkeit und jedes Hallo und jedes, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ihr Lieben, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ich mache das hier mal ganz klassisch. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier meine Playlist mit den ganzen, ich glaube, ich nenne mal so die Tauschpakete oder sowas, ne? Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!